Hey Leute, ich bin's wieder, euer MacPaverick. Ja, heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr hier solche hartnäckigen Insektenrückstände mühelos und ganz ohne Chemie von eurem Auto entfernt. Nehmt einfach etwas Küchenpapier und legt dieses hier in Seifenwasser oder auch in Spülimittelwasser ein. Nun legt ihr das Küchenpapier auf die betroffenen Stellen. Wichtig ist, dass das Wasser auch noch warm ist. Und dann lasst ihr das Ganze mal für ca. 10 Minuten einwirken. Bitte nehmt hier auch kein Zeitungspapier. Diesen Tipp kann man oftmals im Internet lesen. Aber ja, die Druckerschwärze würde dann abfärben und ja, das Auto eigentlich noch mehr verschmutzen. So, während der Einwirkzeit habe ich zwischendurch schon mal meine Felgen sauber gemacht. Auch dazu gibt es dann ein Video hier auf meinem Kanal. So, jetzt nehme ich das Ganze hier mal ab. Und jetzt nehmt ihr einfach ein ganz normales Handtuch. Ihr werdet sehen, wie einfach sich jetzt hier der Dreck löst. Ihr müsst da gar nicht groß schrubben oder aufdrücken. Ihr könnt es einfach abreiben. Ja, ihr seht hier, wie sauber das Ganze wieder ist. Relativ mühelos und einfach. Ja, ich hoffe, dass dieser kleine Trick euch gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer mag, kann mich gerne hier kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Mac Herberick.